Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Hallo, hier Dreamlight bin ich. Valley. Ja, das ist toll, dass Dagobert direkt hier ist, weil mit dem müssen wir auch sprechen. Aber stattdessen will sie lieber ernten. Ich liebe Einen es, schönen wenn Tag man noch. mal genau das Gegenteil von dem macht, wo man draufgedrückt hat. Gameplayerin, ich habe eine weitere Entdeckung gemacht. Hast du Zeit für einen weiteren Tipp zum Automatisieren der Insel? Dann lass mal hören. Du erinnerst dich bestimmt noch daran, wie ich dir erzählt habe, dass auf dieser Insel früher alle möglichen uralten Maschinen standen, die sich um alles gekümmert haben. Ach ja, stimmt. Ich habe es geschafft, mehr über eine zu erfahren. Es ist eine Art Maschine, die für dich gärtnert. Was? Ja, was? Das ist genau das. Wo ist der Haken? Ich weiß, wo der Haken ist. Das wird wieder mega teuer werden, das weiß ich jetzt schon. Was? Ja, das ist ziemlich bemerkenswert. Erinnert mich an die Dinge, die mein lieber Freund Daniel Düsentrieb baut. Ja, der wäre so geil, wenn der mal hier reinkommen würde. Das ist einer der geilsten Kreaturen, wollte ich gerade sagen. Einer der geilsten Figuren von Dagobert. Beziehungsweise von Donald Duck Universum, sage ich jetzt mal. Und Trick und Track. Die wären auch total geil, wenn die noch kommen würden. Also Disney, ne? Macht was draus. Es könnte ja einfach ja eine Quest mit Dagobert kommen, so nach dem Motto, ich habe ein Problem, meine Neffen kommen, wir müssen was vorbereiten oder sowas und dann kommen die halt da rein. Das wäre total geil. Das könnten sie richtig gut machen. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wo all die uralten Teile findest, um sie zu bauen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Uralte Teile, das ist genau das, was ich mit meiner Sanduhr immer wieder finde. Warum nimmst du dann nicht diese uralten Blaupausen und siehst, was du damit machen kannst? Es sieht so aus, als sollte es kein Problem sein, all diese Dinge zu finden und einen uralten Gärtner zu bauen. Oh. Merkt euch diesen Satz und dann schauen wir uns gleich an, was wir alles brauchen. Ich habe da so ein schlechtes Gefühl. Ich mache mich an die Arbeit. Ja, und wenn du dich nicht für Gartenarbeit interessierst, kannst du immer noch eine andere uralte Maschine bauen. Das Potenzial hier ist großartig. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du machst. Freundlichen Dank. Aha. Baue eine beliebige uralte Maschine. Ja, habe ich jetzt. Ich habe aber keine Anleitung dazu bekommen. Och, und schon wieder kann ich hier die Erdbeeren pflücken. Ihr seid doch gemein, Leute. Ihr seid doch gemein. Ich meine, es ist auch gut natürlich. Wir brauchen die Sachen ja. Aber ich muss jedes Mal hinrennen, wenn ich das sehe. Und das ist nicht nett. Suche mit den. Ja, schauen wir erstmal. Ach, ich habe da irgendwie kein gutes Ziel, weil die Sachen. Genau, das sind nämlich die Sachen, die ich. Hahaha. Die ich mir schon mal angeguckt habe. Ach du Scheiße. Ja, und wenn ich eins gebaut habe. Ach nee, Moment, der braucht keine. Nein, dann ist mein ganzer Nebel wieder weg, den ich gerade so mühsam. Och nein, ihr könnt mich mal. Ja, und ich kann sowieso nur eine Sache machen, weil ich keine Kerne habe. Ja, toll. Einfacher uralter Kocher. Einfacher uralter Gärtner oder Sauger. Ich weiß nicht, was ein Sauger macht. Keine Ahnung. Also Kocher könnte ich mir noch vorstellen, dass das tatsächlich mit Kochen zu tun hat, dass man dem irgendwie was geben kann, dass der automatisch was herstellt oder was. Keine Ahnung. Uralter Gärtner kann ich mir auch nicht viel drunter vorstellen. Ich glaube nicht, dass der dann hier so rumfährt und irgendwo was macht oder so. Vielleicht bewässert der auch in einem gewissen Bereich, das weiß ich nicht. Aber der Sauger, was soll der Sauger bitte machen? Oder erntet der vielleicht? Das könnte natürlich auch sein. Das hier sind ja nur die fortgeschrittenen Dinger. Also Magneten habe ich noch. Ja, das Problem ist halt eben, die Teile habe ich theoretisch alle. Ich könnte zwar nur zwei machen wegen dem Nebel, aber die Teile hätte ich alle. Nur den uralten Kern nicht. Ich würde jetzt mal einfach sagen, wir probieren mal den Sauger, weil ich absolut keine Ahnung habe, was das sein soll.
um den Sauger zu unterhalten. Ah, das ist ja toll. Da gibt es so keine Aufgabe für. Platziere eine beliebige uralte Maschine in den funkelnden Dünen. Was will ich denn in den Dünen damit? Okay. Frage ist, was mache ich denn damit? Stell mir das Ding mal einfach hier hin. Zack. Und dann? Ansehen. Der uralte Sauger scannt ein Gebiet in einem Biom nach Nachtdornen und Kristallen des Schicksals. Verbessere ihn um noch mehr... Ach, und dann sammelt der... Nein! Oh mein Gott, damit könnte ich mir die Aufgaben, also beziehungsweise, ne, dieses Grinden, sage ich jetzt mal, so viel verbessern. Aber es ist auch wahnsinnig teuer, muss man jetzt dazu sagen. Und er hat keinen kleinen Speicher, muss ich sagen. Oh, wow. Aber wie groß ist das Gebiet? Das ist jetzt die Frage. Ich würde fast sagen, dass wir dann den Sauger... Bin ich jetzt echt froh, dass ich den geholt habe. Dass wir den hier hinstellen, weil hier vorne kommen doch immer wieder... Oder hier hin... Ja, ich denke mal, wenn, dann kommen die eher hier vorne hin. Ne? Ich stelle mal hier hin. Ich weiß nicht, ob da mehr sind oder weniger sind oder keine Ahnung, aber... Ah, oh mein Gott. Wo ist denn Dagobert jetzt hin? Dagobert? Dagobert ist da. Markieren wir den mal. Oh mein Gott, das ist eine Aufgabe. Also das ist wirklich so eine Elefantenaufgabe, oder wie nennt sich das? Mammutaufgabe? Keine Ahnung. Da müssen wir echt sehr, sehr viel noch für grinden. Aber hallo, die Maschine grindet dann für uns. Nachbar. Das ist natürlich geil. Du hast es geschafft, Gameplayerin. Du hast eine uralte Maschine nachgebaut. Die Insel der Ewigkeit wird sich schon bald selbst versorgen. Und ich werde den ganzen Gewinn machen. Na, ja, ich glaube, da hat Dagobert auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich bin einfach nur froh, dass ich allen auf der Insel helfen werde. Und mir selbst. Ah, und du denkst immer an die anderen Gameplayerinnen. Da wird mir ganz warm ums Herz. Aber du verdienst auch eine gewisse Beachtung. Hier, eine Kleinigkeit für dich. Als ich mich auf der Insel umgesehen habe, habe ich etwas herausgefunden, das dir helfen könnte, mehr von diesen Maschinen zu bauen. Es war mir ein Vergnügen, dich zu beraten. Die Insel der Ewigkeit kümmert sich schon fast um sich selbst. Oh, danke, Dagobert. Dann brauche ich nur noch einen Teil davon zu finden. Oh, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Das war jetzt mal eine richtig tolle Aufgabe und wir können natürlich noch mehr davon kriegen. Und ja, Kraft der Blumen würde ich auch gerne machen, weil da bekommen wir 250 Sand. Und dann wären wir wieder über 3000 zumindest. Also besser als nichts. Dann würde ich sagen, hängen wir die Aufgabe noch hinten dran, weil das waren ja jetzt keine 10 Minuten gerade. Miki ist vermutlich mal wieder beim Essen oder so. Nee, er ist hier oben. Ah! Machen wir da doch direkt mal schnurstracks weiter. Na, Miki, hast du dieses tolle Gerät hier gesehen? Oh, hey! Kannst du reden, Kumpel? Ach so, ich kann den ja auch überall sonst hinstellen. Ich muss den ja nicht unbedingt hier hinstellen. Sag mal, ich war auf Entdeckungsreise und habe mich gefragt, ob du mir helfen kannst, etwas Besonderes für Mini zu machen. Klar, wie kann ich helfen? Ich habe auf der Insel der Ewigkeit viele unglaubliche Blumen gesehen und möchte Mini ein paar schenken, die genauso besonders sind wie sie selbst. Aber ein paar von ihnen sind ohne Magie schwer zu erreichen. Zum Beispiel die blau leuchtende in den Dünen. Oder die schönen Orangenen im Land der Uralten. Und ich habe einige große Grüne im wilden Dschungel gesehen. Große grüne Blumen? Die Fleischpflanzen? Oder? Ja, die sehen irgendwie gefährlich aus. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß genau, von welchen Blumen du redest. Ich werde sehen, ob ich sie für dich finden kann. In der Zwischenzeit sei vorsichtig, wenn du die Insel erkundest. Mach dir keine Sorgen. Das werde ich. Bis ganz bald. Orangefarbener Paradiesvogel. Nennt sich echt eine Pflanze so?
Blaue glasartige Blumen. Das können doch nur die sein. Die nehmen wir auch direkt mit. Das können doch nur die sein hier hinten. Solche Blumen, oder? Ja, ja, das sind die. Okay. Mich wundert es dann nur ehrlich gesagt, dass er mir das nicht anzeigt, dass ich die im, also als Vorrat schon habe. Aber ich meine, ist nicht schlimm. Dann gucken wir hier erstmal, dass wir die einsammeln und dann nehmen wir den Rest halt noch aus der Kiste, wenn uns noch was fehlt. Und es wird uns noch was fehlen, sehe ich gerade. Nämlich genau eine Blume. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Ich. Gut. Was hat er denn sonst noch gesagt? Er war in... Nicht im Hain, aber da oben irgendwo, hat er gesagt. Nehmen die jetzt auch mal mit, weil hier habe ich nämlich schon längere Zeit keine Blumen mehr mitgenommen. Und wenn jetzt natürlich diese Quest ist, dass wir Blumen einsammeln müssen, nicht, dass der jetzt noch auf die Idee kommt, noch andere farbige Blumen zu holen oder so. Deswegen, Moment, welcher Teil ist das jetzt? Das ist jetzt der neue Teil, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich hier vorne hin. So, hier hat er von den großen grünen Blumen gesprochen, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Die meint er nicht, die sind rot, aber die nehme ich auch mal mit. Ist jetzt die Frage, meint er jetzt... Ich meine, er redet wirklich von Blumen. Er redet jetzt nicht hier von dem Zeug, was man hier so pflücken kann, ne? Nehmen wir mal an, er meint jetzt hier die Fliegenfalle. Also diese Fleischfressende. Aber ich sammle natürlich dann auch die anderen Blumen eben noch mit ein, wie gesagt. Boah, ich sehe nichts mehr. Hallo? Ach, deswegen waren da unten gerade so viele Blumen. Weil das der Zugang zur Lagune ist. Da war ich ja noch nicht. Ah, aber hier ist nochmal, das können wir auch nochmal kurz machen. Diesmal auch mit... Energie mit Ausdauer. So, mal schauen. Ach, hier unten kann man hochangeln, sehe ich gerade. Ja, ja! Ich habe einen. Yes! Na, schade. Okay, aber das muss ich mal kurz gucken, ob hier unten das gleiche rauskommt wie... Nee, nee, nee. Du musst schon dahin gehen, wo du hinguckst. So. Ob da unten das gleiche rauskommt wie oben, weil ich sollte ja zuletzt im Hain angeln. Sag mir nicht, ich hätte auch hier unten angeln können. Na, das ist auf jeden Fall der gleiche Fisch wie oben. Naja, gut. Hier sehe ich jetzt keine Blumen. Schauen wir mal. Habe ich jetzt gerade keinen Platz für. Stimmt, da hinten kann man ja sonst eigentlich gar nichts mehr machen, ne? Hier sind auch keine. Das sind die, die ich denke, dass es sein sollen, aber halt in der falschen Farbe. Ja, dann gehe ich jetzt tatsächlich erstmal zurück. Ich dachte, ich finde die jetzt und könnte dann gucken, ob die das sind oder nicht. Hier unten. Oh, da unten können wir auch nochmal eben kurz was mitnehmen. Ich meine, die anderen Sachen müssen wir natürlich auch mitnehmen, aber das kann ich alles offline machen. Nur hier die, den Sand, den brauche ich natürlich. Den darf ich nicht liegen lassen, damit er dann auch wieder resettet wird zwischendurch. Ja, nö, keine Ahnung. Also im Moment habe ich hier sonst keine anderen Blumen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwas von hier oben gesagt hatte. Ich gehe jetzt erstmal zu Hause gucken, was uns da angezeigt wird. Ob wir eventuell schon alle Blumen haben, müssten wir eigentlich. Aber ich habe... natürlich gehofft, dass wir eventuell dann doch hier genügend Blumen so finden können. Aber naja.
Damit halt mein Vorrat nicht so aufgebraucht wird, ne? Ja, das sind genau die, die ich mir gedacht habe. Die glasigen sind auch klar. Achso, davon brauche ich ja noch eine. Aufteilen, eine, die geht noch rüber. Ich glaube, von dem brauche ich auch jeweils 6 Stück, oder? Meine ich. Und die hier, orangefarbene Paradiesvögel. Ach, die sind im... Bin ich mir jetzt nicht sicher. Eingangsbereich oder so. Also relativ zu Beginn, meine ich, waren die. So, okay. Ja, bevor wir jetzt hier rumirren. Ich habe nur halt wirklich gedacht, dass man die unterwegs vielleicht einsammeln könnte. Wo ist Mickey jetzt? Das ist jetzt noch die große Frage. Dass man die einsammeln könnte, dass ich halt nicht so viel auf einmal hier verbrauche. Nein, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Ich bin direkt da. Mickey, bleib stehen. Hast du mal kurz Zeit? So, bitteschön. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Bitte sehr, Mickey. Ich habe die Blumen, die du dir gewünscht hast. Oh, danke, meine Liebe. Moment mal. Irgendwas ist komisch. Die blaue ist aus Glas. Und die grüne, sie sieht eher aus wie ein Haustier als eine Zimmerpflanze. Auf der Insel der Ewigkeit herrschte eine Menge gefährliche Magie. Ich schätze, das machte diese Blumen ein bisschen seltsam. Meine Güte, ich weiß nicht, ob Minnie irgendeine davon gefallen würde. Sie hatte schon genug Probleme mit der Magie während ihrer Zeit im Hier und Dort. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Tut mir leid, dass ich dich darum gebeten habe, Gameplayerin. Meinst du, da diese Blumen so magisch sind, dass jemand anderes sie für dich gebrauchen könnte, sie für etwas gebrauchen könnte? Ja, ich zum Beispiel. Ja, nee. Ich bringe sie zu Merlin. Er kann sie für seine Experimente verwenden. Das ist eine tolle Idee. Ich wette, Merlin würde sich das gerne mal ansehen. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Auch wenn es nicht genauso gelaufen ist, wie wir es geplant haben. Das nächste Mal bleibe ich bei den Petunien. Ja, vielen Dank auch. Dafür renne ich hier in der Gegend rum, oder was, Mickey? Also, danke, so Kumpel. Geht das nicht. Mich die wirklich dahin bringen. Ja, toll. Ich glaube, ich sollte hier echt mal so einen Sauger aufstellen. Dann würde der hier die ganzen Dinge einsaugen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Moment, das kann ich nur mitnehmen. Das ist neu. Die neuen Sachen muss ich immer mitnehmen, wenn ich sie sehe. So. Also Grenzland, das wäre ganz gut, da was hinzustellen. Merlin ist hier unten. Ich muss ja mal die Gebäude umstellen, aber ich habe ehrlich gesagt so gar keinen Plan, wie ich die am besten umstelle. Und, weil ich habe hier keinen richtigen Platz, um irgendwas zu dekorieren. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Mhm, genau. Vergiss nicht, dass der Brunnen eine Quelle großer Macht ist. Nutze die Magie, die dir verleiht, weise. So, Kraft der Blumen, hier. So, bitteschön, ich habe ein paar Blumen dabei. Mit freundlichen Grüßen von Mickey. Was ist das? Einige seltsame Pflanzen... Blumen, magst du sie? Einige seltsame Pflanzen aus der Umgebung der Insel der Ewigkeit. Oh, nun, wie faszinierend. Die sind in der Tat ziemlich seltsam. Es ist gut, dass du sie zu mir gebracht hast. Wir müssen sicherstellen, dass Ursula keine davon in die Finger bekommt. Ich brauche etwas Zeit in der Bibliothek, um sie zu erforschen. Und vielleicht sind einige Experimente nötig. Ich schätze, dass sie mich für eine ganze Weile beschäftigen werden. Ja, was ist mit der anderen Sache, die dich eigentlich beschäftigen sollte? Es ist so niedlich, wenn du dich mit deinem Hobby beschäftigst. Hallo? Das ist doch kein Hobby. Denkst du, du kannst etwas Nützliches daraus machen? Ich vermute, dass ich unzählige Verwendungsmöglichkeiten entdecken kann. Vielleicht sogar so etwas Nützliches wie Sanitäranlagen im Haus. Stimmt, Toiletten haben wir noch keine. Das wäre vielleicht mal ganz nützlich, die langsam zu erfinden. Aber es sind weitere Untersuchungen nötig. Auf jeden Fall möchte ich dir etwas geben, um dir dafür zu danken, dass du mir ein so interessantes Projekt gegeben hast. Ich habe damit vorhin geforscht, aber jetzt ist er für mich nutzlos. Nutze ihn weise. Ja, okay. Tränke sind das Letzte, was ich gerade brauchen kann. Aber
Gut, danke, Merlin. Ein Wachstumselixier. Ja, gut. Ja, das hätte ich auch verwenden können eigentlich. Vor ein paar Folgen, das stimmt schon. So, ja. Ich bin gerade am Überlegen. Achso, ich wollte gar nicht auf die Karte gehen. Was mache ich denn? Dann haben wir momentan nur noch die Sache mit der Matroschka-Puppe. Ich kann nicht mehr reden. Die möchte ich aber, wie gesagt, erst beginnen, wenn wir mit dieser Insel fertig sind. Weil das ja eigentlich eine Aufgabe ist, die nicht hier auf die Insel gehört oder nicht hier in dieses Gebiet gehört. Und ja, ach so, Gaston muss ich dann noch leveln, damit ich bei ihm die Sachen freischalten kann wahrscheinlich. Darum muss ich mich leider dann auch kümmern. Auch wenn ich da keine Lust drauf habe, muss ich gestehen. Ja, und Rapunzel haben wir ja schon gelevelt. Das heißt, da können wir auf jeden Fall noch weitermachen. Und ja, was mir diese Teilbesuche hier bringen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es immer noch nicht, weil es gibt keine Belohnung, kein gar nichts. Wir können vielleicht mal gucken, damit das endlich mal raus ist, dass wir das als nächstes machen tatsächlich. Och, sie steht auch direkt schon neben mir. Dass wir mal mit ihr sprechen und sie mir dann sagt, was sie da so Seltsames gefunden hat. Ich hoffe, dass das relativ schnell vorbei ist, weil, wie gesagt, es gibt halt keine Belohnung dafür. Und wenn ich nichts bekomme, so blöd es sich auch anhört, dann bringt mir die Quest natürlich auch nichts. Also wenn ich dadurch irgendeinen Fortschritt bekommen würde oder irgendwas, wäre das ja okay. Aber wenn da drin steht, dass ich gar nichts bekomme, ist es natürlich so eine Sache, ne? Ja, da ich aber jetzt nicht weiß, wie lange das dauert, möchte ich das jetzt auch nicht an dieser Folge dranhängen. Also, falls es kurz ist, dann machen wir Teilbesuche und hängen danach noch die Quest von Rapunzel mit dran. Und falls es doch länger dauert, ja, dann gucken wir halt beim nächsten Mal, dass wir Teilbesuche noch durchmachen. Ich weiß halt nicht, worum es gehen könnte. Hat etwas Seltsames entdeckt, ist immer so eine Sache. Ich hoffe jetzt nicht, dass die mich jetzt wieder in einen anderen Bereich reinzieht. Obwohl, die zieht mich wahrscheinlich in einen anderen Bereich rein, oder? Hat dein Dorf erkundet. Aber das ist hier. Also ich werde auf jeden Fall mal mit ihr sprechen. Sollte sich das auf einen anderen Bereich beziehen und nicht hier auf diesen Bereich, dann mache ich das auf jeden Fall erst später, auch wenn ich es dann schon angenommen habe. Sollte das doch hier im Bereich sein, weil ich meine, sie hätte mal irgendwas gesagt von wegen ganz am Anfang, dass sie hier seltsame Pflanzen gesehen hat oder so. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ganz am Anfang hatten wir mal irgendwas mit ihr, meine ich. Ja, dann werde ich das auf jeden Fall noch machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wenn die Libellen mich denn lassen, was Vanellope von mir will. Dann machen wir entweder mit Vanellope oder mit Rapunzel weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.